Wir sind Spurensucher, wir sind Jäger und Sammler. Bei uns werden ungefähr 2.000 bis 3.000 Patientenproben am Tag gemessen. Ich bin Arzt geworden, weil Menschen mir am Herzen liegen. Wir sind Hidden Heroes. Von uns erfährt der Patient nichts, denn wir interagieren direkt mit dem behandelnden Arzt oder Ärztin und die führen sozusagen unsere Empfehlungen, unsere Hinweise aus. Mein Institut hat 4 Abteilungen. Wir beschäftigen uns mit der Laboratoriumsmedizin, mit der Mikrobiologie, mit der Krankenhaushygiene und mit der Infektiologie. Bedeutet, wir beschäftigen uns vor allem mit der Erkennung von Krankheiten, mit der Behandlung von Erkrankheiten und das ganz Besondere, wir beschäftigen uns auch mit der Vorbeugung von Krankheiten. Und wenn ich von Krankheiten spreche, dann meine ich wirklich alle Krankheiten von A bis Z. Unser Beruf ist sehr vielseitig. Man hat eine starke technische Komponente, man hat eine medizinische Komponente. Den klassischen Tag gibt es bei uns nicht. Dadurch, dass wir einen 24-Stunden-Betrieb haben und im 3-Schicht-System rotieren, hat man tatsächlich jeden Tag einen anderen Arbeitsplatz. Man hat verschiedene Dienstzeiten. Etwa 70% aller Diagnosen, die wir im Klinikum durchführen, basieren auf Laborwerte oder mikrobiologischen Werte. Und der behandelnde Arzt interpretiert diese Ergebnisse und stellt sie im Kontext mit der Erkrankung oder mit der Verdachtsdiagnose. Aber wenn er Rückfragen hat, fragt er natürlich bei uns nach. Und so ist es halt eine interaktive Diagnosefindung, die wir betreiben. Manchmal ist es so, dass es völlig ausreicht, eine Aktenvisite durchzuführen und dann die Empfehlung dem Arzt einfach zu geben. Oft ist es aber auch so, dass wir zum Patienten gehen und uns den Patienten anschauen, die Wunde anschauen, weil da sieht man das Ausmaß einfach noch besser. Sie hatten mal ein paar Keime im Urin, die waren nicht so gut. Das weiß ich. Das wissen Sie, ja, aber die sind jetzt weg. Das ist die gute Nachricht Nummer 1. Die zweite gute Nachricht, auch in Ihrer Blutbahn befinden sich keine Erreger. Das bedeutet für uns, wir können mit der Antibiotikagabe, die wir haben, ein bisschen runterfahren. Bei uns geht es in der Mikrobiologie um die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Und Infektionskrankheiten zeigen sich in der Regel eben mit Fieber, mit Ausschlag oder einer Wunde, auf jeden Fall mit Krankheitssymptomen. Und je nachdem, was man vermutet, zum Beispiel eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung, würde man Material aus der Lunge entnehmen vom Patienten und das schickt man dann ins Labor. Hat jemand eine Wunde, macht man einen Wundabstrich. Das heißt, wir haben ganz verschiedene Proben vom Patienten, aber die Fragestellung ist immer identisch. Hat der Patient in seiner Probe Krankheitserreger? Die Diagnostik ist wieder sehr identisch, nämlich wir streichen das Ganze auf sogenannten Agarplatten aus. Das sind Nährböden, wo Keime wachsen können. Und beurteilen dann mit sehr modernen Geräten, um was für Erreger es sich handelt. Das ist das eine. Das heißt, man weiß, welcher Erreger steckt in der Probe und könnte ursächlich sein für die Infektion. Das ist unser DSX, unser Gerät für die Virusdiagnostik bei den Stühlen. Und da wird halt untersucht auf Durchfallerreger. Wir legen ja sonst alles auf Platten an, um Erreger herauszufinden. Aber hier untersuchen wir auf Antigene. Und das ist eben mit dem Gerät möglich. Erstmal wird das Abstrichröhrchen angefordert und dabei gibt es ein Anforderungsetikett. Mit diesem Etikett geht man dann zum Patienten und stellt dort auch mal sicher, dass man beim richtigen Patienten ist, nimmt dann die Probe ab und schickt dann die Probe ins Labor. Dort erfasst man in der EDV diese Probe und vergleicht sie dann auch mit der Anforderung. Passen also Name, Geburtsdatum und so weiter zu der Probe, stellt man sozusagen sicher, dass eine Verwechslung möglichst ausgeschlossen ist. Ich kontrolliere gerade, ob die Klebchen, die wir hier auch ausgedruckt haben, dass auch die gleiche Namen und die gleiche Probennummer drauf haben, damit so wenig Patientenverwechslung wie möglich stattfindet. Deswegen muss ich eigentlich alles 3- oder 4-fach mal kontrollieren. Und gerade bei dem Ansetzen, wenn wir das Material in andere Röhrchen pipettieren, müssen wir das nochmal kontrollieren, ob das auch wirklich alles
zueinander gehört. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Erreger anzustecken, ist minimal. Also da muss man schon sozusagen in den Erreger reingefasst haben oder auf die Platte angefasst haben. Und davon wird man noch lange nicht krank. Man wäscht sich sozusagen die Hände, desinfiziert sich die Hände und dann ist es gut. Anstecken tun sich eher die Leute, die mit dem Patienten Kontakt haben, wo sie nicht wissen, welcher Erreger da ist. Dann wird man angehustet. Diese können sich anstecken. Im Labor arbeiten wir mit Handschuhen, wir desinfizieren uns regelmäßig die Hände. Wir tun was Gutes und dann ist es prinzipiell nicht super wichtig, ob das gerade gefährlich war. Man muss ja halt sich schützen und an Vorschriften halten, dann kann ja wohl nichts passieren. Hallo. Hallo. Hi. Gibt es etwas Besonderes bei Blutkulturen heute? Tatsächlich ja, das hätten wir da auch unter dem Mikroskop. Das wäre ganz nett, wenn Sie da noch mal reinschauen. Okay, nur ein Präparat oder nur mehrere? Nur das eine. Nur das eine? Okay, mache ich. Dankeschön. Dankeschön. So, ich sehe hier zwei verschiedene Erregergruppen. War das die Problematik? Ja, das war auch unsere Vermutung, dass das zwei verschiedene sind. Aber wir waren uns nicht ganz sicher. Ja, ich sehe tatsächlich, das könnten Enterokokken sein und zusätzlich Staphylokokken. Das wäre natürlich nicht so gut. Zwei verschiedene Keime bedeuten auch gegebenenfalls zwei verschiedene Resistenzmuster, also Empfindlichkeiten gegenüber Antibiotika. Und da wir schon innerhalb von Minuten sozusagen mikroskopisch sehen, dass da was wächst und in welche Richtung es geht, würde ich jetzt im Anschluss anrufen auf Station und sagen, pass auf, bei dem Patienten sollte man dieses Antibiotikaschema fahren, damit der Patient schon behandelt werden kann, bevor morgen wir auf den Kulturplatten sehen, was für ein Erreger es tatsächlich ist. Also das mikroskopische Ergebnis ist einen Tag früher da. So können wir also einen Tag früher schon in die Behandlung gehen. Und morgen können wir sozusagen diese Behandlung noch mal ein bisschen korrigierend einwirken, ob wir da was erweitern müssen oder was wegnehmen können. Und das hilft natürlich den Stationen, den Patienten so frühzeitig wie möglich zu behandeln. Und davon profitiert natürlich der Patient in erster Linie. Ja. Wir machen das auch, wenn wir einen multiresistenten Erreger sehen in einer Probe. Da ist das zwar nicht sozusagen krankheitsbedingt, sondern da ist es ein hygienisches Problem. Wir wollen nicht, dass dieser Erreger auf andere Patienten übertragen wird. Auch da rufen wir und sagen, Achtung, dieser Patient hat diesen Keim. Schau, dass du diesen Patienten schnell isolierst, damit dieser Erreger möglichst nicht übertragen wird auf andere Patienten. Und das ist ein wichtiges Werkzeug, diese telefonische Beratung, die wir durchführen, neben eben der stationären Beratung, wo wir auf Station gehen, wo wir unseren Ärzten direkt auch Empfehlungen geben können bei dem jeweiligen Patienten. Mein Lehrer sagte mir immer, Mikrobiologie ist das Fach der Sinne. Und das ist wirklich so. Also wir sehen uns die Erreger an, wir gehen sehr tief in die Struktur des Erregers mit Lichtmikroskopen, aber wir riechen auch an den Platten, denn viele Erreger haben einen Eigengeruch, einen Duft und manchmal erkennt man die Erreger schon beim Öffnen des Nährbodens. Ne? Man macht das auf und dann riecht man den Erreger schon. Also Fach der Sinne, tatsächlich. Früher hat man sogar am Urin geschmeckt. Das macht man heute nicht mehr, da gibt es andere Methoden. Gut, also wir haben zwei Keime, massenhaft, gramnegative Keime, Verdacht Pseudomonas. Beispielsweise der Erreger Pseudomonas macht Wundinfektionen, kommt häufig in so Klimaanlagen vor und sieht grünlich aus auf der Platte. Aber wenn man die Platte aufmacht, hat man auch einen wirklich sehr charakteristischen, süßlichen Duft. Da weiß man schon, okay, das geht in diese Richtung. Also von daher, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Dann gibt es leider auch Erreger, die sehr unangenehm riechen. Man erkennt sie also nicht an dem süßlichen Geruch, sondern an dem stechenden, beißenden Geruch. Aber auch das ist natürlich hilfreich für die Diagnostik. Während sich die Mikrobiologie eben mit den Erregern beschäftigt, beschäftigt sich die klinische Chemie mit Proteinen, mit Hormonen, mit Fetten, also sozusagen Stoffwechselprodukten, die der Körper generiert, ausscheidet und die man nachweisen kann. Und die vergleichen wir dann mit sogenannten Normalwerten, schauen, ob die sich davon unterscheiden. Und so können wir sagen, Achtung, im Blut haben wir Werte festgestellt, die zeigen, dass die Leber nicht in Ordnung ist oder der Hormonhaushalt durcheinander ist. All diese Hinweise kriegen wir eben über die verschiedenen molekularen Bestandteile
im Blut, im Urin, im Liquor heraus. Wir sind Spurensucher, wir sind Jäger und Sammler. Das ist wie Puzzlespielen. Die Leber gibt ein Puzzlestück dazu, die Niere gibt ein Puzzlestück dazu, der Kliniker gibt ein Puzzlestück dazu, die Radiologie, also Bildgebend, gibt ein Puzzlestück dazu. Und insgesamt entsteht ein Bild, in welche Richtung sich die Diagnose befindet oder wo sich der Patient gerade in seinem Verlauf der Genesung befindet. Wir suchen wirklich nach unsichtbaren Spuren, die wir dann mit unseren Geräten, unseren Methoden sichtbar machen. Es gibt Arbeitsplätze, die muss jeder können, die eben auch im Nachtdienst bedient werden. Und dann gibt es eben diese extra Arbeitsplätze, Herpes oder sowas wird in der Nacht nicht untersucht. Diese Patientversorgung würde nicht klappen in der hohen Qualität, wenn wir nicht diese hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten, die wir im Institut haben. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Manchmal sind Geräte kaputt und man muss tatsächlich auch mal einen Schraubenzieher in die Hand nehmen und sich auf Fehlersuche begeben. Es gibt mal neue Geräte, es werden neue Verfahren etabliert. Es tut sich ja in der Medizin auch was und von daher wird auch die Laboratoriumsdiagnostik immer angepasst. Wir haben feste Transportzeiten, wann bei uns gesammelt im Klinikum die Proben abgeworfen werden. Die werden, wenn sie ins Labor kommen, sortiert nach, was in die Zentrifuge darf und in welche Zentrifuge, wie sie zentrifugiert werden und was an die verschiedenen Plätze muss, was dann halt nicht zentrifugiert wird. Danach werden die vorsortiert und dann verteilt man sie an die bestimmten Plätze, wo sie dann weiterverarbeitet werden. Wenn die Ergebnisse da sind, werden sie von uns technisch validiert. Das heißt, wir checken, sind die in Ordnung, die Werte? Passen die zu den Vorwerten? Passen die vielleicht auch zu den Erkrankungen der Patienten? Müssen noch andere Untersuchungen erfolgen oder ist die Probe komplett abgearbeitet? Dann schicken wir die Befunde an die Station über unser EDV-System. Hier wird dann auch gleich entschieden, ob die Probe ausgestrichen werden muss oder nicht. Na, in dem Fall ist tatsächlich ein Ausstrich notwendig, weil der Automat sagt, Haftungsausschluss, guck selber rein. Wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind oder so, dann muss halt immer noch mal quasi mit menschlichem Auge geschaut werden, weil der Automat dann irgendwelche Interferenzen haben kann. Wenn Werte so stark abweichen oder es besteht halt schneller Handlungsbedarf, dann sind wir verpflichtet, auch die Station zu informieren, weil es tatsächlich dann auch für den Patienten teilweise lebensgefährlich sein kann. Bei uns bearbeitet werden eigentlich alle Arten von Körperflüssigkeiten, die man sich so vorstellen kann. Wenn Patienten Blut abgenommen wird, dann sind es verschiedene Röhrchen, die haben alle eine andere Aufgabe. Wenn Rückenmarkskanal punktiert wird, haben wir dann den Liquor. Urinuntersuchungen führen wir durch, aber auch Spermaproben nach Vasektomien. Und wir führen auch eine PCR durch für unsere Notaufnahme, ein schnelles Covid-Ergebnis brauchen oder auch wenn die Grippesaison da ist, dass wir auch auf Influenza testen. We've come so far and now let go. Let the feeling take its toll. Also bei uns werden ungefähr 2.000 bis 3.000 Patientenproben am Tag gemessen. Die größte Herausforderung bei uns ist wahrscheinlich die zeitliche Komponente. Es muss halt immer schnell gehen. Es ist manchmal sehr stressig und man hat viele Sachen, um die man sich gleichzeitig kümmert. Und man schwebt wie so ein Helikopter durchs Labor. Man hat leider nur zwei Arme, deswegen muss man immer priorisieren. Wenn man irgendwo mal so einen kleinen Zeitraum hat, wo man die Probe inkubieren lässt oder zentrifugiert oder was, in der Zeit sucht man sich die nächste Aufgabe. Und das ist wirklich wichtig, dass man so die Prioritäten setzt, welche Sachen länger brauchen, weswegen man sie zuerst ansetzen muss. Der Großteil der Proben kann natürlich automatisiert laufen. Das wurde früher, damals mal, wurde alles per Hand angelegt, jeder einzelne Ansatz, alle biochemischen Reaktionen. Das ist natürlich heutzutage alles automatisiert, das läuft in den Gerätschaften. Die Labore sind technologisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau, was auch die Digitalisierung in der EDV angeht. Man muss aber dazu sagen, dass jedes Gerät aber auch bedient werden muss. Das bedeutet, mit jedem Zuwachs an technologischem Fortschritt muss auch das Personal geschult werden. Und so ist es ein Lernprozess. Also wir lernen jeden Tag und mit jedem Gerät neu. Wir haben ein Archivsystem, dass wir, wenn der Anruf kommt, Herr, Frau so und so, braucht noch mal den und den Wert bestimmt, dann können wir in unsere Kühlschränke gucken und wissen, an der und der Position steht die Probe.
können die rausholen und können hinterher nochmal Untersuchungen durchführen. Wir heben Proben 7 Tage, also so EDTA-Röhrchen 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage und Liquor bis zu 4 Wochen auf. So lange kann nachgefordert werden. Krankenhaushygiene ist ein sehr spezieller Teil des Institutes, denn während sich das Labor mit der Diagnostik beschäftigt oder die Infektiologie auch mit der Therapie, möchte die Krankenhaushygiene am liebsten, dass gar keine Infektionen entstehen im Krankenhaus. Das heißt, die Krankenhaushygiene beschäftigt sich mit der Prävention, also der Vorbeugung von Infektionskrankheiten im Krankenhaus. Wie sieht's aus in der Woche mit Covid? Letzte Woche waren es ja nur 5 insgesamt. Jetzt 11, nicht ausbruchsbedingt oder einfach nur, weil jetzt mehr Patienten auf den PFL-Stationen sind? Wir sind angeschlossen eben an den Labor-EDV-Systemen und können dann schauen, wer hat welche Erreger. Haben wir vielleicht irgendwo eine Station, wo vermehrt Erreger auftauchen und können dann auf diese Station gehen und schauen, pass mal auf, da ist jetzt häufig dieser Erreger nachgewiesen worden. Haben wir da ein hygienisches Problem? Wie sehen die Maßnahmen aus? Also das nennt man Surveillance, das ist die Überwachung, was die Hygiene durchführt. Ich bereite gerade PCR-Test gegen SARS-CoV, Influenza A, Influenza B und RSV. Das ist ein Kombi-Test bei uns. Der wird gerade standardmäßig gemacht. SARS-CoV ist ja leider immer noch so ein bisschen vorhanden. Und da kriegen wir gerade, wenn jemand auf der Station mit Symptomen neu eingeliefert wird, dann testen wir die oder es wird auch Kontrolltestung gemacht. Die Pandemie hat uns wirklich geholfen, uns vorzubereiten, vielleicht auf noch ganz schlimmere Szenario, die nicht 3 Jahre dauern, sondern vielleicht sehr kurzfristig dauern, aber viel heftiger verlaufen könnten. Wir sind sehr gewachsen in der Pandemie mit Überlegungen, wie wir eben den Patienten noch besser schützen können. Wir können nie vermeiden, dass Infektionen im Krankenhaus entstehen. Warum nicht? Denn der Patient hat selbst seine Erreger. Wenn ich einen Bauchschnitt mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Erreger von dem Patienten in die Wunde reingeht, viel höher, als dass er von außen reingetragen wird. Aber dafür müssen wir Sorge tragen, dass eben die Stellen gut desinfiziert werden mit den entsprechenden Desinfektionsmitteln, die wir haben. Und da machen wir Vorgaben, wie man Desinfektion vorzunehmen hat, wie man die Fläche desinfiziert, wie man Räume desinfiziert, um eben den Patienten möglichst zu schützen vor sich, aber auch vor den Keimen von außen. Wir haben eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Wir haben die Kontrolle über alle Laborwerte. Wir müssen sicher gehen, dass jeder Wert einwandfrei ist und dass jeder Befund einwandfrei ist, dass alles zügig vonstatten geht. Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist sicherlich die Krankenhaushygiene und die Mikrobiologie, weil ich da nicht nur diagnostiziere, sondern direkt auch therapieren kann. Und ganz wichtig, am besten, ich beuge vor. Und das ist dieses Dreieck, dieser Dreiergespann zwischen Diagnose, Therapie und Vorbeugung. Das macht mir wirklich viel Spaß. Es ist halt wirklich so, dass hinter jeder Patientenprobe auch immer ein Patient steht. Und die Arbeit, die man abliefert, hat eine direkte Auswirkung auf den Patienten. Wenn man auch anhand der Laborwerte immer mal sehen kann, dass es Patienten besser geht oder... Ja, man freut sich ja doch, wenn man sieht, dass Patienten auch nach längerem Aufenthalt dann entlassen werden. Ich bin Arzt geworden, weil Menschen mir am Herzen liegen. Ich bin Arzt nicht nur im Klinikum, ich bin Arzt auch als Privatperson. Das heißt, Arzt werden hört bei mir nicht auf, wenn ich mein Labor verlasse, sondern es gerade geht weiter, wenn ich zu Hause bin. Aber es macht Spaß, Arzt zu sein.